so weiter. Und dann hoben wir den Jazzkeller aus der Taufe, indem sich so nach und nach sämtliche Jazzmusiker von Deutschland und auch von Amerika ihr stelldich eingaben. Ein paar Namen: Hans Kolle, Jutta Hipp und Attila Zolle. Fast alle deutschen Jazzleute treffen sich hier und die bekannten amerikanischen Bands kommen auf ihrer Europatournee nach Frankfurt. Unser kleines Frankfurter Nonstop-Konzert mit internationaler Jazzprominenz wird eingetrommelt von Buddy Rich. Horace Silver, einer der führenden modernen Pianisten, mit seinem Senior Blues. Trompetenass der kühlen Nachkriegs-Jazz-Generation spielte in Frankfurt, Miles Davis. John Lewis und das Modern Jazz Quartett. Beliebter als die Begegnung im Konzertsaal ist es bei den Jazzfreunden, wenn die Musiker nach dem Konzert in einen der Jazzkeller kommen, um dort weiterzuspielen, wie hier die Dutch Swing College Band. Mahalia Jackson,